aber ein scheiß Problem. Denn was nämlich umsonst gemacht. Das ist ein Granatenmob. Wenn du den verwendest, werden deine Protean-Granaten stärker und verfügen über spezielle Fähigkeiten. Achte immer auf verschiedene neue Granatenmobs, um deine Sicherheit zu verbessern. Killerbandit. Killerbandit ist hart, Bandit. Unsere Munition knapp? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viele wir hatten. Vorher insgesamt. Aber ich glaube nicht. Unsere Munition sieht noch ganz gut aus. Oh, jetzt sieht sie noch besser aus. Wir sollten vielleicht auch mal Granaten benutzen. Würde vielleicht helfen. Hä? Shotgun. Shotgun, wer braucht Shotgun? Okay, es gibt vielleicht ein paar Shotgun-Freaks, aber ich brauche keine Shotgun. Shotgun ist doof. Streuradius ist viel zu groß. Das bringt es nicht auf Dauer. Oh mein Gott, eine Katze. Du hast dir den Falschen ausgesucht. Oh oh. Night Terrors. Also, yes, Rewards. What? Warum dann nicht Three Toes? Autos. Was? Was? Kann ich mir nicht nehmen? Nein? Was jetzt? Warte, bitte. Scheiße. Es ist wieder gekillt. Jetzt weg, nein. Fuck. Fuck. Ist der Hilfe, Kid. Du wirst es nicht bereuen. Fuck. Fuck, fuck! Medikit! Meine Granaten sollten mehr zulassen und explodieren! Ah, das war's. Ich verbessere sie noch heute mit eines neuen. Die Gegner sind noch tot! Geil! Geil, ich dachte jetzt, die Gegner wären nicht mehr tot. Lass mich raten, unser lieber Boss hat wieder volle Energie. Lass mich raten. Was sag ich? Oh. Level up. Du hast einen Skillpunkt erhalten. Skillpunkte erlauben es dir, deinen Charakter mit zusätzlichen Skills und Spezialisierung anzupassen. Gib deinen Skillpunkt nun aus, um deinen Action-Skill freizuschalten. Rolands Action-Skill erlaubt es ihm, einen Skorpion-Geschützturm einzusetzen, mit dessen Hilfe er seine Gegner vernichten kann. Und, ja, wozu soll ich den auch sonst einsetzen? So. Was bringt uns das? Steigert dem Projektil Schaden für alle Waffenarten. Der Skorpion-Geschützturm verursacht mehr Schaden. Verbessert die Aufladerate deiner Schilde. Spieler, die sich in der Nähe des Skorpion-Geschützturms aufhalten, regenerieren Munition für die Waffen, die sie in der Hand halten. Steigert deine maximale Gesundheit. Gewährt Gesundheitsregeneration für Verbündete in der Umgebung des Skorpion-Geschützturms. Cool. Ah, wir können eh nichts nehmen. Größer und böser. Okay. Ja. Scheiß Geschützturm. Ich mag keinen. Kleine Flotte! Die Treffer nach oben!
mein Gott, er hat eine Burning Waffe. Komm schon. So lade ich wieder auf. Ich habe ihm endlich mal ein bisschen Leben aufgezogen. How are you doing? Ach du! Da lebt sie nicht mehr mit uns. Blöd! In Deckung bleiben, bis das Schild regeneriert wurde. Mach ich mal. Ach Gott! Das hab ich ja voll gefällt. Fuck den Boss nicht! Wir haben ihn. Ja! Wieder eine Kerbe in meiner Kanone. Ah, geil. Oh mein Gott, ein halbes Level wieder. Oh mein Gott. Ich habe mir die Waffen nicht angeguckt. Eine Waffe über Inventar. Gelegentlich erhebliche Vorteile, kräftige Treffer, Branden und Feind zum Beispiel in Brand setzen. Ah, darum hat er mich die ganze Zeit in Brand gesetzt. Danke, du Arsch. Okay, es ist nicht besser. Aber ich vergleiche es trotzdem mal. Da. Schade. Ist unser Repeater besser? Ah, nur in der Feuerrate ist seine besser. 100% Nahkampfschaden. Vorsicht, C-Verlustgefahr. Höchst effektiv gegen nackte Haut. Kann Feinde im Brand stecken. Okay. Egal. Who cares? SPL-1. Okay, was ist sehen? Du musst ja das mit elementarer Waffen jetzt nicht lösen. Egal. Was hier drin? Oh Mann. Oh mein Gott. Ja, Belohnung, bitte. Danke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. We get Belohnung. Das hilft. Geil. Nein, wir müssen auch mal bezahlen. Was ist das? Ich bezahle doch nichts für etwas, das ich einfach mitnehmen könnte. Was soll das? Naja, kostet nicht viel. Oder ist das, wie viel das wert ist? Oh. Kann das sein? Sollen wir es testen? Können wir es testen? Oh, die Waffen sind eh Schlösser. Also, Schlösser? Sag ich. Was rede ich denn? Schlechter. Die Waffen sowieso. So. Voll Dollar. Voll mit Dollar. Dollar, Registrar. Das ist eine Toilette. Toilette bedeutet Zeug. Zeug bedeutet gut. Aber das bedeutet nicht gut. Den Typen hier mochte ich nicht. Okay. Es wird doch ziemlich dumm, wenn wir jetzt in den Tod springen würden, ne? Ja, dann laufen wir mal wieder zu Z. Hieß der? Oder müssen wir zu TK? Weiß ich grad. Das war der erste Schritt auf deiner Reise. Du musst auf mich hören. Es ist unwichtig, wer ich bin. Zunächst musst du wissen, es gibt die Kammer. Man wird versuchen, dich abzulenken, dich auszunutzen. Aber du darfst dich nicht von deinem Ziel abbringen lassen. Die Kammer ist hier und wir finden sie. Diese Welt ist voller...